Ja, sie sind nackt, aber wenigstens irgendwie zensiert. Da bist nur noch du hier, hä? Du wirst von einem großen Mann mit sorgfältig gefasster Haltung begrüßt. Die Mondsichel in der Mitte seiner Stirn glimmt schwach. Aus der Nähe betrachtet zeugen seine mit großer Sorgfalt geschneiderten und mit Topaz verzierten Gewänder, die vor Sauberkeit glänzen, von einem hohen Maß an Eitelkeit. Welcome, I am Ganor, owner and proprietor of the Luminous Bathhouse. Bim-bom, ich bin Ganor, Besitzer und Inhaber des leuchtenden Badehauses. Er starrt dich einen Moment an, schätzt sich ab und stützt die Lippen. My guards will not hesitate to expel any rowdy or obnoxious individuals. Meine Wachen werden nicht zögern, Unruhe, Stifte oder Nervensägen rauszuwerfen. Benimm dich und du bekommst keinen Ärger mit mir. Your exchange with Amrio was observed. Such behavior is my responsibility. I've tripled his rates until he learns to conduct himself. Dein Gespräch mit Amrio wurde beobachtet. Solches Verhalten unterliegt meiner Verantwortung. Ich habe die Preise für ihn verdreifacht, bis er sich zu benehmen lernt. Ganor neigt den Kopf. Ich würde gerne das Bad ausprobieren. Just speak with the steward near the stairs. He will make certain you are treated well. Natürlich, sprich einfach mit dem Aufseher bei der Treppe. Er wird dafür sorgen, dass du gut behandelt wirst. Was hast du zu verkaufen? Ah, Rastsachen. Verfassung, Heilung, Gesundheit wiederhergestellt. Plus ein maximales Machtbecken. Hm? Dauert zusätzliche Effekte und Wirkungsbereich. Also Machtbecken sind die Punkte, die ich habe, um meine Ressourcen wieder aufzuladen im Kampf oder um eine Fähigkeit zu verstärken. Also das hier. Die Ermächtigung. Davon habe ich pro Person gerade 3 und könnte damit auch auf 4 hochkommen. Aha. Ich soll mit dem Aufseher an der Treppe... Da unten geht, da geht's sogar noch runter. Hä? The cost of enjoying the bathhouse's unique offering is 1000 copper per session. Die Kosten, um in den Genuss des einzigartigen Angebots des Badehauses zu kommen, liegen bei 1000 Kupferstück pro Sitzung. Der Aufseher des Badehauses verschränkt die Arme und lächelt. Sein Blick ist einladend, enthält aber auch eine unausgesprochene Warnung. Warum so teuer? A prudent question. Eine gute Frage. Er richtet sich zu seiner vollen Größe auf und verschränkt seine Hände hinter dem Rücken. The bathwaters are infused with hand-refined luminous Adra, which promotes a holistic balance of the humors. Das Badewasser ist versetzt mit von Hand verfeinertem leuchtenden Adra, was für ganzheitliches Gleichgewicht der Säfte sorgt. Because of luminous Adra's remarkable qualities, it is also a significant investment to both supply and maintain. Aufgrund der bemerkenswerten Eigenschaften leuchtenden Adras ist die Einrichtung und Wartung der Bäder mit beträchtlichen Investitionen verbunden. Ganor may tell you more if you're curious. He is something of an amateur alchemist. In addition to being a businessman of remarkable skill and insight. Ganor kann dir mehr erzählen, wenn du neugierig bist. Er ist nicht nur ein Geschäftsmann mit bemerkenswertem Geschick und Einblick, sondern auch so etwas wie ein Amateuralchemist. Also gut, also ne. Also als nächstes erzählst du mir, dass das leuchtende Adra dem Baden ein ewiges Leben verleiht. Ich passe im Moment. Nimm für die 2. Would that it were so. Ganor would make good money. And perhaps I would receive a raise, yes? Ich wollte, es wäre so. Das würde Ganor gutes Geld bringen und mir vielleicht eine Gehaltserhöhung, ja? Der Aufseher des Badehauses kichert herzlich. Ganor scheint ein großzügiger Mann zu sein. Was haben Männer wie Ganor schon jemals ihre... Wann haben Männer wie Ganor schon jemals ihre Vorfäde mit anderen geteilt? Dich mag ich. Wir sehen viele Dinge gleich, wie es scheint. Er lacht bellend auf. A small discount for you, friend. For making me laugh. 900 copper. Ein kleiner Rabatt für dich, weil du mich zum Lachen gebracht hast. 900 Kupferstücke. Das ist großzügig von dir. Arms and armor are not allowed in the baths. Should you wish to bathe, you will need to change into your bathing attire. Waffen und Rüstung sind im Bad nicht erlaubt. Wenn du baden möchtest, musst du unsere Bekleidung anziehen. Wir überreichen dir frisch gewaschene Badekleidung, die immer noch nach den Kappa-Blättern duftet, mit denen sie getrocknet wurde. Natürlich. Gucken wir mal, was passiert, während wir uns im Wasser... We're like another life ago. Excuse me.
Ja, wir haben jetzt den Buff von der Quelle. Dadurch haben wir jetzt 4 Ermächtigungen und kriegen sogar einen Ressourcenpunkt mehr. Plus maximale Bindung. Weil wir mehr Fähigkeiten haben als 3, wird das jetzt in einem extra Fenster angezeigt. Das ist gut. Das erhöht die Disziplin. Jo. Was bringt dir das? Ganz ehrlich, was bringt ihm das? Aber gut, die 900, die kann ich mir gerade mal so sparen. Weil das ist jetzt gerade die Belohnung von den Valeras gewesen, also fast. Badehaus Stammgast, Badehaus Stammgast. What are you doing? Get out. Ist schon gut, wir sind schon weg. Was hast du im Schrank? Gegengift und Muscheln. Sie scheint nicht sonderlich viel dagegen zu haben. Noch ein Badehausgast. Noch mehr Prinzipi-Kleidung. Die Prinzipi können sich das hier leisten. Was ist hier draußen? Ist das einfach nur ein Ausgang oder ist hier ein Balkon, auf den wir sonst nicht wiederkommen und hier wieder ein Haustier rumlungert? Hust, hust. Also, es ist ein Balkon. How'd you come by that scar on your brow, Aloth? This? I found myself in a rather perilous situation with a band of Dargools. Dargools can be real nasty. You're lucky that's all you got to show for it. I certainly gave them worse. Not to boast, of course. Mhm. Aloth und Xrut unterhalten sich über Alofs Narben. Wie bist du dieser Narbe auf deiner Stirn gekommen, Aloth? Die hier? Ich habe mich in einer brenzligen Situation mit einer Truppe Dargools befunden. Dargools können wirklich übel sein. Du hast Glück, dass das alles ist, was du davon zurückbehalten hast. Ich habe ihnen auf jeden Fall Schlimmeres zugefügt. Nicht, dass ich prahlen will. Mhm. Badehaus, Stammgäste. You have truly put your foot in it this time. Postinago, du bist dieses Mal wirklich ins Fettnäpfchen getreten. Oh, hier gibt es Pflanzen, die ich ernten kann. Beratsglocken. Postinago, you have truly put your foot in it this time. Wir können mit dir da unten leider nicht reden, weil wir da nicht hinten von hier aus nicht hinkommen. Also das werden wir auf jeden Fall noch machen. Das Badehaus vorne raus verlassen, nachdem wir im Kesselraum waren und mit ihm reden. Da werde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen überziehen, aber sei es drum. Es ist ja eh schöner, wenn die Folgen ein bisschen länger gehen als nur 15 Minuten, ne? So, dann gehen wir noch in den Kesselraum. Ach, so sieht hier ein Kesselraum aus. Warum sind hier Gäste? Dieser Riss in der Wand ist vielleicht gerade breit genug, dass sich ein Mann seitlich durchquetschen könnte. Der Durchgang scheint breiter zu werden, je weiter er geht. Durch den Riss quetschen. Wo landen wir denn da bitte?
Vor allem will ich da landen. Weggehen mal. Wo zur Hölle bin ich? Akemirs Anwesen. Nein. Ich dringe sicherlich nicht in Akemirs Anwesen von unten aus ein. Jedenfalls nicht grundlos. Also ich habe Grund zur Annahme, dass Akemir irgendwas Böses plant. War gut zu wissen, dass ich durchs Badehaus in Akemirs Anwesen komme. So. Was denn, Nago? You have truly put your foot in it this time. Hi. Adolf Entry, you go to visit the Luminous Bathhouse, yes? Adolf Entry, du gehst das durch ein Badehaus besuchen, ja? Vielleicht, warum fragst du das durch ne was? Do you not know it? The waters, they glow with the light of Luminous Adra. Die Verus, so weit. Nearly any malady I have heard. Diverus, du weißt es nicht? Das Wasser, es leuchtet mit dem Licht von leuchtendem Adra. Es kann jedes Leiden heilen, so habe ich gehört. You must see it for yourself, and maybe you do Degnos a favor while you are there. Du musst es selber zu Gesicht bekommen. Vielleicht tust du Degnos einen Gefallen, während du da draußen bist. Like a fool, I left it inside. Meine Tasche, wie ein Narr habe ich sie drin vergessen. My ship is due to sail from Nekataka with the next high tide. If I do not find it, my Kasita will surely throw me overboard. Mein Schiff soll mit dem nächsten Hochwasser von Nekataka auslaufen. Wenn ich sie nicht finde, wird mich meine Kasita sicher von Bord werfen. Merla, I cannot swim. Merla, ich kann nicht schwimmen. Was machst du dann auf einem Schiff? Ein Ausdruck des Schreckens bei sich über seinem Gesicht. I would go by myself, but the guards, they bar the doors to me without my Kasita present. They think I am a thief. Ich würde selber gehen, aber... Ah, die Wachen, sie versperren mir den Zugang, wenn meine Kasita nicht anwesend ist. Ich denke, sie denken, ich sei ein Dieb. Er starrt auf seine Füße, während er seine Hände sorgenvoll verdreht. Bist du ein Dieb? Of course not. Nein, natürlich nicht. Seine Augen weiten sich in Furcht und er wedelt abwehrend mit den Händen herum. I would go by myself, but the guards, they bar the doors to me without my Kasita present. Ja. They think I am a thief. Warum bist du da... Bist du nicht da, warum bittest du nicht deine Kasita, sie dir zu holen? Ich will nicht, dass sie meine Inkompetenz bemerkt. Er blickt mit den Augen zur Seite, als ob etwas oder jemanden sucht, der außerhalb seiner Sichtweite ist. Eine verständliche Sorge. Ich könnte dir helfen. You mean it? Agrasima, Agrasima, I am in your debt. Ja, Gelar, du weißt es erst. Agrasima, Agrasima, ich stehe in deiner Schuld. Für einen Moment scheint sein Kummer behoben, seine Augen weinen sich und er grinst. There is one thing. Madiko, how could I have forgotten? Da gibt es eine Sache. Madiko, wie hätte ich es vergessen können? Er zieht an den Kragen seines Hemdes, als ob ihm auf einmal zu warm wäre. If you could, do not open the satchel. The contents are... The information is... Wenn du kannst, öffne nicht die Tasche. Die Inhalte sind, die Information ist, er sucht nach dem richtigen Wort. You understand? Geheim, verstehst du? Du bittest mich um einen Gefallen, dann versuchst du die Bedingungen seiner Vollziehung vorzuschreiben. Also jetzt kann ich kaum erwarten zu sehen, was drin ist. Nehmen wir mal die drei. I would not dare.
You do me a great service, Amiko. Nein, nein, ich würde es nicht wagen. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen, Amiko. Er winkt hektisch mit der Hand. I am so good at ideering, yes? Forgive my clumsy words. Ich bin nicht so gut in Ediranisch, ja? Vergib mir meine eigene Wortwahl. Ergreift deine Hand. When you find the satchel, meet me at Peddler's Canal in Queensberth. Bitte, wenn du die Tasche gefunden hast, triff mich im Kanal des Hausierers im Ankerplatz der Königin. Ja, gut. Die Tasche können wir dann beim nächsten Mal holen. Ich speichere jetzt auf jeden Fall. Das ist jetzt LP11 schon. LP011. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.